Okay, Startschubdüse müssen wir reparieren mit die Wassergeleestoff. So, das haben wir hier. Und reines Ferrit noch. Okay. Startschubdüsen repariert. Reines Ferrit. Fortfahren. Jetzt brauchen wir diese tragbare Raffinerie. Da ich es ja schon einmal gesehen habe, weiß ich direkt, wo ich drauf drücken muss. So, auswählen. Ja, und da habe ich das Problem. Ich kann mit dem Controller nichts machen. Okay, da muss ich Tatsache zur Maus fassen und den da hinsetzen. Tragbare Raffinerie. Raffinerie. Okay. Treibstoff brauchen wir erstmal. Und dafür haben wir ja schon genügend Kohlenstoff gesammelt. Eingabe. Also hier. Und hier kommt das gute Zeug rein. Jetzt ist es egal, was wir dafür nehmen. Nein, wir brauchen nämlich Ferritstoff. So. So, und da produzieren wir jetzt mal, indem wir einfach nur auf Start drücken. Und fertig. Aktiviere ein eingesetztes Raffinerie mit X. Fortgeschrittenes Material benötigt reines Ferrit. Mhm. Ja, ich könnte da jetzt abzapfen, ne? Seht ihr? Packe ich direkt ins Raumschiff. Ja, und der Rest ist jetzt fertig. So. Und dich tun wir wieder zurück. Geht nicht. Mhm. Okay. Das, wow. Das können wir doch wieder einpacken, oder? Kriegen die 89 Kohlenstoff sogar wieder. Okay. Ja, schön. Ja. Startschubdüse wird jetzt repariert. Und einmal da drauf klicken. Reparieren. Repariere. Ja, das ist alles. Super, Leute. Haben wir das. Ja, wisst ihr, was das heißt? Guckt mal. Wir haben unser Flugzeug fertig. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unser... Oh! Unser Schiff repariert. Jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. So. Hier sind Rohstoffe. Hochwertige Gegenstände. Haben wir keine. Konsumgut. Haben wir was. Aber es nutzt mir nichts. Doch da. Gesundheit wiederherstellen. Das können wir mal aufessen alles. Ja. Raumschiffstart Treibstoff. Mehr herstellen. Dafür brauchen wir was. Mehr herstellen. 19 die Wasserstoff und eine Metallplatte sammeln. Um Raumschiffstart Treibstoff herzustellen. Metallplatten. Das bekamen wir woher? Von hier. Um eine Metallplatte herzustellen, brauchen wir Ferritstaub. Also, bevor wir aufbrechen, werden wir Ferritstaub sammeln. Wie viel haben wir noch? Wir haben keinen Ferritstaub mehr. Sicher? Tritium? Schrott?
Reines Ferrit. Ja, das ist jetzt reines Ferrit. Das lassen wir auch. Wir bauen noch ein bisschen ab. Und so sind wir so auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Wir bauen noch ein bisschen ab. Denn das ist ja wichtig. Leute, seht ihr das da hinten? Da. Unterirdisches Relikt. Was ist das denn? Wirbelwürfel. Passiert jetzt gerade was? So, dann nehmen wir noch hier was von mit. Ich weiß ja, dass wir noch nicht alles bei Conan gesehen haben, Leute. Aber ich muss auch ab und zu... Hier bin ich sicher drin, ne? Ja, ich muss aber ab und zu auch mal was anderes spielen, Leute. Das ist auch wohl klar. Conan bleibt ja nicht weg. Wir machen ja weiter. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. ja. Alle Systeme funktionieren. Suchantworten in den Sternen. Wir müssen noch mal eben nachgucken. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Wie war das nochmal? Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Okay, das sollte mich erstmal beruhigen. Dass wir zwei haben und das? Schnellübertragung. Ein uraltes Objekt, geborgen aus den Tiefen eines planetaren Höhlensystems. Seine Oberfläche fühlt sich kalt an und scheint merkwürdigerweise trotz des Alters poliert zu sein. Das Gemisch aus Metall und Gestein in diesen Würfeln hat sich bisher jeder industriellen Verarbeitung widersetzt. Sie sind daher im Grunde nur für Sammler von Wert. Kann an einem galaktischen Handelsterminal verkauft werden. Das machen wir. Oh, schön, ich freue mich. Ferritstaub, so. Bauen, herstellen, aufladen, verbessern, veredeln. Schnellübertragung, bewegen und stapeln. Was hatte ich damit nochmal vor? Moment. Jetpack. Raumschiff, da war doch irgendwas. Impulsantrieb. Guck mal, wir sind nicht voll. Wir sind auf 50%. Raketenwerfer. Höchstes Schadenspotenzial. Technologie verschieben? Nein, 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 nein. Photonkanone. Auch nicht schlecht, der Specht. So. Ja. Raumschiff Treibstoff brauchen wir nämlich. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Herstellen. Genau. Mehr herstellen. Egal, dann haben wir schon mal zwei. Das heißt, können das für 100% schon mal auffüllen.
So, das ist ja ganz wichtig, ne? Und eins haben wir dann noch. Gut, behalten wir erstmal so, ne? Da sehe ich doch schon wieder was. Wartet mal, Navigationsdateien. Schnellübertragung, Wert 1000. Achso, alles klar. Okay, das nächste war Impulsantrieb. Muss nochmal... Ja. Tritium, neuronenreiches Treibstoffelement. Oh, da haben wir nur noch 20 von. Tritium. Da können Waffen des Raumschiffs von Asteroiden abgebaut werden, Leute. Okay, das finden wir dann in den Sternen, nicht wahr? Gut, ich würde sagen, wir legen los. Wir können abheben und sehen, was dann passiert. Los geht's. Wow! Ich bremse. Ich bremse, Leute. Und ich... Ach, ist das toll! Ist das toll! Ja, Mann! Ja, Mann! Wo sind meine Beine? Hilfe! Nein. Oh, ist das toll! Und wir scannen mal. Also das System möchte jetzt, also ja, die wollen jetzt, dass ich ins Weltall fliege. Okay, dann mal los. Juhu! Hohoho! Leute! Veskivi-System. Euclid Galaxy von dir entdeckt. Gedrückt halten, um zu überspringen. Nein, das gucken wir uns natürlich an. Orbitalflug vollendet. Teste Raumschiffsysteme. 0 von 3. Teste die Flugsteuerung und Schubdüsen. Okay, Orbitalflug vollendet. 1 von 3. Teste den Boost. Bremsen. Und nun Impulsantrieb testen. Yippie, yippie. So. Eingehende Nachricht. Eingehende Übertragung. Quelle. Bitte identifiziere dich. Ich bin. Identifizieren. Du bist nicht. Allein. Schön. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Ich würde sagen, Koordinatendaten eingeben. Jawoll! Und schon geht's los. Navigationsdaten empfangen. Mhm. Oh, ist das mega, Leute. Ist das gut. Von dir entdeckt. Wir müssen aber woanders hin, und zwar da oben. Signalquelle. Ankunft eine Woche. Ach, wie schön. Wie schön. Ja, bevor wir das machen, werden wir noch ein bisschen was abbauen. So auf dem Weg dahin, ne? Ach, ist das cool, Leute. Ja, Mann. Guck mal, Silber. Das ist Silber. Sammel ein, das Ding, los. Oh, cool.
und fliegt da locker durch. Ist das nice. Nice, Leute. So, ich würde sagen, wir fliegen einfach mal hin. Ankunft, wie jetzt? Da stand doch gerade eine Woche, oder nicht? Ach, von da kommen wir. Und da wollen wir hin. So. Dann würde ich sagen, geht's los. Mega geil. Mega. Und wir scannen dabei noch. Sternknolle, Kupfer, Paraffinium und Kobalt gibt's hier. Gehen wir direkt Schub, Leute. Jawohl, Planet auf Europa, Majoris. Majoris. Und landen direkt mal. Boah, es funktioniert da richtig gut, Leute. Ist das mega geil geworden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin fasziniert. Wohlig fehlen, was? Was? Das ist ein toller... Oh, neuer Planet entdeckt. Ja, aber wer ist das? Freund oder Feind? Geben Sie sich zu erkennen. Hallo? Das ist ein Wächter, richtig? Das ist ein Wächter. Okay, wir müssen hier lang. Ja, Wahnsinn! Der Planet ist wohlig. Das heißt, hier sind keine Giftstoffe. Und deswegen gibt es ja auch natürlich... Wächter, die das Ganze natürlich beschützen. Ne? Also, sobald ich irgendwas ankratze... So zum Beispiel... kommen die angeschissen. Wenn sie es dann gehört haben. Okay, da gibt es Natrium, Leute. Nehmen wir mal direkt mit. Und wir gehen dann in die Richtung, wo der Pfeil jetzt zeigt. Nach rechts und wie lange noch? Da lang. Aber ist es nicht besser, wenn ich mit dem Raumschiff direkt dahin fahre? Oha! Nein, das machen wir jetzt zu Fuß. Da ist ein Wächter. Seht ihr? Guck mal, der guckt direkt. Da. Oh, Glück gehabt. Hätte ich jetzt weitergemacht, dann hätte er angefangen zu schießen. Also. 85 ungefähr, okay. Ja, Leute. Willkommen auf einem neuen Planeten mit mir. Naja, ich weiß, dass du mich siehst. So. Die funkensprühenden Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausschaltet. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Signal entschlüsselt. Entschlüssele 16, 16, 16.
Kein Treibstoff in Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als unterirdischen Basiscomputer eingesetzt. Gut, ebenso wie der Protokolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrain-Manipulator. Oh, sehr schön. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachrichten hinterlässt. Ich lese viel zu schnell, sorry. So, neue Gebäudeteil gelernt. Basiscomputer. Erforderlich chromatisches Metall. Kontaktiert. Bla bla. Das ist immer viel zu lesen, Leute. Aber wir haben jetzt auch wieder Ende einer Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis dahin, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge.